Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. So, wir schauen als erstes mal wieder in den Wirtschaftskalender hier zum Wochenbeginn. Wir schauen uns ja heute Morgen an den Dow Jones und den US-Dollar-Index an. Zwei Handelsinstrumente, die sehr, sehr interessant sind, beziehungsweise die auf jeden Fall auch eine gewisse Korrelation aufweisen. Und ja, für den mittel- bis langfristigen weiteren Verlauf in den Indizes, in den US-Dollar-Paaren, Währungspaaren durchaus ausschlaggebend sein könnten. So, in der Nacht zu heute wurden 1:50 einige Zahlen aus Japan veröffentlicht. Hier die Exporte, Importe, Güterhandelsbilanz und die saisonbereinigte Handelsbilanz. Insgesamt gemischte Zahlen und das spiegelt sich auch im Kursverlauf des Nikkei wieder in der Nacht. Hier sehen wir es einmal hoch, einmal runter. Übrigens schönes Level hier an alle Abonnenten des Forex Signal Servers. Hier unser Short Level genau getriggert, welches ich vorgestellt hatte und ja aktuell hier mit ungefähr 120 Punkten im Plus. So, was haben wir noch heute im Tagesverlauf um 10 Uhr? Das oder die IFO-Geschäftsaussichten, IFO-Geschäftsklimaindex und die IFO-aktuelle Beurteilung hier aus Deutschland. Mal sehen, ob es irgendeine Auswirkung auf den DAX bzw. auf den Euro haben wird. Wir müssen ja leider bereits seit ungefähr 2 Jahren feststellen, dass die Zahlen der einzelnen Eurozonenländer kaum noch Auswirkungen haben auf den Kursverlauf. Nur noch Draghi, nur noch die EZB hier. Das Zünglein an der Waage, aber gut, wir werden es sehen, wie das hier weiterverläuft, beziehungsweise ob wir vielleicht heute große Verwerfungen sehen zwischen den aktuellen, dann aktuellen und den vorherigen Zahlen. Das könnte sich dann auch im Kurs bemerkbar machen. Und dann war es das schon fast um 16:30 Uhr, nur noch der Dallas Fed Herstellungsindex, aber das ist auch nicht so der große Reißer. Ich finde, besonders interessant wird es eigentlich erst in der Nacht zu morgen um 0:45 Uhr hier mit den Exporten, Importen und der Handelsbilanz aus Neuseeland, vor allem natürlich die Exporte und die Handelsbilanz hier im Fokus. Ja, aber um den Rest des morgigen Tages kümmern wir uns dann natürlich morgen im morgigen Forex Morning Statement. So, jetzt ab in die Charts. Wir fangen an mit dem US-Dollar-Index. Schauen wir uns mal an. Sehr, sehr wichtiger Wochenschlusskurs letzte Woche. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, als ich thematisierte oder als ich das Thema vorstellte, wo geht's hin mit dem US-Dollar-Index. Wir sehen ja hier diese riesige Art Dreiecksformation. Und da ist der Kurs sehr dynamisch ausgebrochen im. Und war das Mitte März diesen Jahres? Schneller Retest gleich mit der nächsten Wochenkerze. Aber der Kurs konnte sich noch einmal stabilisieren. Hier auch insbesondere rund um das Formationstief. Ich kann es mal einzeichnen. Hier das Formationstief. Kurs hat es nicht geschafft, dieses per Wochenschlusskurs zu unterbieten. Deswegen kam es hier zu einem bärischen Fehlausbruch. Kurs kam schnell wieder rauf, hat das Ganze nochmal getestet, diesen Bereich, und ist dann weiter in die Höhe gestiegen. So, und jetzt war natürlich sehr, sehr interessant letzte Woche. Was wird da passieren? Ja? Sehen wir einen Einbruch in diese Dreiecksformation, was letztendlich natürlich durch diesen kleinen oder durch diese Stabilisierung am Formationstief hätte ausgelöst werden können. Oder scheitert der Kurs hier auf Wochenbasis an dieser Pufferzone, an der Unterseite der Dreiecksformation? Und geht es dann weiter in Richtung Süden, in Richtung Weekly 237er EMA, in Richtung dieses noch offenen Gaps bei ca. $90,70, welches man insbesondere auf dem Daily Chart sehr, sehr gut erkennen kann. Ja, was ist passiert? Letzter Wochenschlusskurs unterhalb dieses Key Levels, beziehungsweise unterhalb dieses Supports, sehr, sehr genau, muss man hier sagen. Das sieht man hier ganz, ganz deutlich. Wir haben natürlich wieder die Linie auf den oder die Formation auf dem Liniencharts eingezeichnet, hat wieder sehr gut funktioniert und der Kurs, wie gesagt, hier wirklich punktgenau gescheitert. Aktuell ein kleines, gab es glaube ich ein kleines Gap-Up, ich weiß gar nicht genau, oder ist einfach hier ein bisschen hochgerannt, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist es so, dass es hier ganz danach aussieht, als würden wir eine bärische Woche im US-Dollar-Index sehen. Das heißt natürlich, dass wir uns hier auf dem H4-Chart, auf dem Daily-Chart durchaus mal nach kleinen Short-Setups umsehen können. Für die mittel- bis langfristige Erwartung ja, gehen wir erst einmal davon aus, dass wir hier aus dieser Art Flagge ausbrechen, aus dieser Art aufwärts gerichteten Trendkanal und es noch einmal mit diesem Weekly 144er EMA hier in Dark Orange und dem Formationstief aufnehmen. Ja, dass wir quasi so eine Ausbruchssituation haben und dann müssen wir gucken, wie das die nächsten Wochen verläuft. Ob er sich dann vielleicht wieder erholen kann, der US-Dollar-Index, und vielleicht auch einfach an dieser Trennlinie immer weiter nach oben bewegt. Oder ob wir dann doch durchaus mal dynamisch hier in Richtung Süden durchbrechen und diese Ziele, diese Kursziele
in Form des Gap Close und der 88, ungefähr 88,30 hier erreichen werden. Wir haben natürlich hier auf dem H4-Chart eine besondere Situation. Wir hatten das letzte Mal über dieses aufwärtsgerichtete Dreieck gesprochen, kam zu einem Ausbruch, schöner Retest hier an diesem Punkt, hat letztendlich auch das Long-Setup ausgelöst von unserer aus dem Forex Signal Service und hat sich hier erst einmal schön entwickelt. Aber die Problematik besteht darin, dass wie gesagt, dass wir diese übergeordnete Problematik haben auf dem Wochenchart, was natürlich jetzt ein bisschen nervös macht, beziehungsweise die Frage offen lässt, ob es hier wirklich weiter in Richtung Norden geht. Prinzipiell ist erst einmal alles in Ordnung, ja. Nur weil er auf dem Weekly Chart erst einmal gescheitert ist, heißt es ja nicht, dass er jetzt in der aktuellen Wochenkerze nicht noch einen schönen Spike reinsetzt in diese große Dreiecksformation, die wir gesehen haben. Ja, könnte ja durchaus sein, Wochenschlusskurs dann wieder draußen. Und deshalb würde ich jetzt erst einmal an diesem Long Setup festhalten. Man kann es ja auch zur Not Break-Even stellen, wenn es einen hier zu nervös macht, ja. Aber wenn wir uns die Ausdehnung dieser Dreiecksformation mal anschauen, beziehungsweise, Moment, das habe ich nicht richtig eingezeichnet, das hat es bestimmt hochgeschnippt. So, löschen wir das Ganze nochmal und legen das mal an. Hat der Kurs ja noch ein bisschen Platz nach oben und zwar in Richtung, was haben wir hier, 98,280. Das heißt also, wer an dieser Long-Thematik festhalten möchte, der kann sich natürlich hier auch auf dem A4-Chart nochmal nach etwaigen Setups umschauen, die man hier durchaus traden könnte. Beispielsweise hier in Form dieser kleinen bullischen Flagge, die getriggert wurden, war. Und wenn der Kurs hier nochmal im Tagesverlauf, schöner Korrekturmontag heute, nochmal in den Bereich, der zum Beispiel, was haben wir hier, 96,90 zurückläuft, also hier irgendwo auf diesen Supportbereich der kleinen bullischen Flagge, dann könnte man sich nochmal entsprechend einklinken, nochmal in Richtung Long, vielleicht auch in Verbindung mit dem H4 50er, 55er EMA, muss man ganz davon abhängig machen, wo der Kurs hier schlussendlich auftrifft und das Ganze dann weiter zu dieser Marke hier 98,30 hochtraden. Alternativszenario Short kommt für mich aktuell noch nicht in Frage. Dafür bedarf es noch einiger Signale, beispielsweise, dass wir erst einmal hier unter diesen Horizontalsupport brechen, den wir hier sehen. Dann müsste dieser nochmal von unten de facto getestet werden und dann kann er hier weiter in Richtung Süden rauschen und dann wird wahrscheinlich auch unser großes Short-Setup im Weekly Chart auch wieder greifen, aber wie gesagt, dafür bedarf es nochmal einiger Signale. Kleines Update Dow Jones, auch hier diese interessante Situation, dass wir hier auch auf Wochenbasis außerhalb dieses großen aufwärts gerichteten Trendkanals verblieben sind. Das war das, was wir letzte Woche besprochen haben, beziehungsweise was im Fokus stand, sehr, sehr deutlich auch mit der Wochenkerze und gleichzeitig wurde auch unser Short-Setup im H1-Chart schön getriggert, hier bei ungefähr 18.500 Punkten. Und aktuell auch hier mit ungefähr 40 Punkten im Plus. Ist ja eine kurzfristige Geschichte, die eigentlich erst einmal nur in Richtung 18.350 Punkte führen sollte. Aber wir haben bereits das letzte Mal darüber gesprochen, dass das höchst brisant ist hier, dieser Kursbereich. Dabei handelt es sich um die Hochs, um die Allzeithochs von 2015 und gleichzeitig um das 23.6 Retracement dieser letzten dynamischen Aufwärtsbewegung. Was natürlich jetzt impliziert, oh Moment, ich habe es nicht richtig eingezeichnet. So. Was natürlich impliziert, dass wir hier noch weiter in die Tiefe sinken können. Ja, das 23.6 Retracement, klar, könnte ein bisschen rumspielen, er könnte nochmal ein kleines bisschen hochwandern, ja, aber schlussendlich rechnen wir bei jedem FIBO-Retracement damit, dass wir schon zum goldenen Schnitt runterwandern sollten, ja, also runter oder hochwandern sollten. Also das heißt, zum 61.8 Retracement, zu dieser gesamten Pufferzone zwischen 61.8 Retracement und diesen 70er Retracements. Ja, und auch daran halten wir fest, deswegen hatte ich ja auch letzte Woche betitelt, dass es hier dass aus diesem Short-Setup durchaus etwas mehr werden könnte. Ja, dass man statt diesen 150 Punkten, sage ich mal, hier durchaus ein Setup ermöglicht bekommt von ca. 530, vielleicht sogar 660 Punkten. Und dementsprechend möchten wir natürlich an der ganzen Sache dranbleiben. Oder beziehungsweise müssen wir uns auf dem Weekly Chart dahingehend auch nochmal ein wenig beschäftigen, denn dieses brisante Kurslevel, dieses 61.8 Retracement, dieser kleinen Aufwärtsbewegung, die wir im H4-Chart gesehen haben oder beziehungsweise im H1-Chart, dabei handelt es sich ja auch um das Ausbruchshoch
aus dieser Keilformation, die wir hier sehen. Und hier sollte sich dann einiges entscheiden. Ja, kann der Kurs wieder in die Höhe schnellen? Sehen wir eine weitere bullische Performance im Dow Jones? Oder bricht der Kurs hier durch? Vielleicht nochmaliger Retest dieser Dreiecksformation, Dreiecks- oder Keilformation oder vielleicht sogar der Retest. Das sind aber Dinge, die natürlich die ersten einigen Wochen sicherlich wissen werden. Aber wie gesagt, für den ersten Einstieg hier dieses Short Setup durchaus plausibel und macht Spaß. Ist erfreulich, dass es geklappt hat. Und da wir uns auch hier auf dem Weekly Chart bereits außerhalb des Upper Bollinger Bands befinden, das heißt, es mit einer deutlichen bullischen Übertreibung zu tun haben, bin ich hier eigentlich guter Dinge, dass dieses Short Setup weiter greifen sollte. In diesem Sinne wünsche ich noch einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und bis zur nächsten Ausgabe des Forex Signal Service. Schon mal einen schönen Gruß an alle Abonnenten, machen wir heute eine neue Ausgabe. Bis dahin alles Gute und tschüss.